So, Freunde, willkommen zurück zu Digimon Survive. Wir sind in einer sehr, sehr angespannten Situation, denn Minoru und Kaito sind etwas misstrauisch ihren Partnern gegenüber. Naja, nicht misstrauisch, die sind unheimlich aggressiv eingestellt zurzeit. Ja, aber das liegt hauptsächlich daran, Minoru hat Angst und Kaito macht sich wie immer Sorgen um seine Schwester. Jo. Dementsprechend gucken wir mal, ob wir die Situation entschärfen können. Das ist gar nicht gut. Alle sind total von der Rolle. Takuma, sehe nur ich das so? Da herrscht ja eine ziemlich angespannte Atmosphäre. Ja, könnte sein. Alle sind so niedergeschlagen. Wie schaffe ich es, dass sie sich besser fühlen? War vielleicht keine gute Idee, loszulaufen. Soll ich die Stimmung aufheitern? Ja, sing ein Lied. Nochmal von vorne anfangen, über etwas reden. Ich hätte gesagt, wir sollten uns vielleicht noch ein bisschen ausruhen. Ich würde auch nochmal ausruhen sagen. Minna, mada kaifuku shita wake ja nasasou da shi. Yappari, mou sukoshi yasumou ka. Wir sind alle noch nicht ganz fit. Ruhen wir uns noch ein bisschen aus. Wir sollten nichts Überstürztes tun, bevor der Professor zurück ist. Warum denn jetzt noch mehr ausruhen? Wir sind doch schon ausgeruht. Saki, demo, yappari, anata mo shokku datta darou shi. Nun, du musst wie wir alle unter Schock stehen, Saki. Ihr rumstitzen und nachdenken macht mich ehrlich fertig. Macht mich echt fertig. Und ausruhen bringt die Toten auch nicht zurück. Saki! Saki! Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Können wir dann die Gegend etwas mehr erkunden, bevor der Professor zurückkommt? Rumsitzen und nachdenken ist genau das Falsche. Wir bleiben besser in Bewegung. Stimmt, dürfte sicher genug sein, hier alles zu erkunden. Takuma, asoko. Guck mal da drüben, guck mal, Takuma, da drüben. Was haben wir denn da? Mist, Feinde im Anmarsch. Sieh uns doch nur mal an, was sollen wir jetzt machen? Hallo, das war ich. Oh, Entschuldigung. Halte dich nicht zurück! Ich bin auf deiner Seite! Du willst für mich kämpfen, Floramon? Natürlich! Gebt alles, Leute! Ganz mieses Timing für einen Angriff. Aber immerhin stehen wir nicht alleine da. Eigentlich gutes Timing für einen Angriff. Das ist mir nämlich auch schon durch den Kopf gegangen. Ja, somit könnte Floramon und so und Falcomon zeigen, dass sie immer noch zu ihnen stehen und für sie kämpfen. Ja. Wir müssen es irgendwie packen. Also ist gar nicht so verkehrt. Es darf nur keins von den beiden K.O. gehen. Okay, Falcomon, zeig mir, was du drauf hast. Du hast also Angst vor unserer Macht, willst dich aber davon beschützen lassen, was? Halt die Klappe! Wir haben keine Zeit für Streitereien. Konzentriert euch oder geht drauf. Das ist aber auch eine harte Aussage. Bringen wir es hinter uns. Ja, sie hat aber nicht Unrecht. Ach, die Viecher. Ja, damit wären wir locker fertig.
Ja, guck mal lieber, ob noch irgendwas Großes ist. Guck dir mal bitte einmal richtig um. Ja, nix. Kannst da nämlich auch welche, da kannst du auch welche hinstellen. Nichts Großes, das sind alles Flaschen, die hier stehen. Da unten war noch irgendwas? Ja, wir nehmen noch mit. Ich möchte Börder mal noch ein bisschen leveln. Wo war noch irgendwas? Unten war noch was, oder? Ich nee. Doch nicht. Okay. So, wer ist denn noch unterlevelt? Die Frage, ob du die Kleinen irgendwann nochmal aufleveln willst, du irgendwas? Glaub nicht. So, das schaffen wir also locker. Ich meine, das sind Betamon. Das ist Bodensatz, das Digimon. Eigentlich nicht, aber... Wirklich stabil sind sie jetzt nicht. Das sind halt Rookie-Digimon. Ja. Ich meine, ich mag Betamon tatsächlich sehr gerne, auch wenn ich mich jetzt da so ein bisschen drüber lustig mache. Betamon ist tatsächlich ein Digimon, was ich mag. Aber es ist halt in der Situation jetzt gerade nicht stark. So, das kommt da eh nicht raus. Dann würde ich dich gerade mal nach da hinten schicken. Musst du nämlich mal in Richtung der Kiste gehen. Alles Weitere kümmert sich Etemon. Kann ich nicht. Aber komm, machen wir uns einen Shellmon. Bin schon gespannt, zu was das als nächstes wird. Da habe ich wirklich keine Idee. So ist richtig. Ja, heil das Vieh, was keinen Schaden hat. Finde ich gut. Das kannst du noch öfter heilen. Oh, ich könnte mir jetzt aber auch direkt die Kiste... Nee, da kümmert sich Sanglupmon dran. Dafür habe ich das da. Wenn es da überhaupt hinkommt, sehe ich gerade. Ich glaube, ich kann nicht über den Stein laufen. Muss ich außen rum, verdammt. Ja, der Stein ist kein Trefferbereich. Ach, ist das ätzend. Rengmon gehört halt auch zu den Digimon, die ich cool finde. Verstehe ich gar nicht. Vielleicht weil es Ähnlichkeit mit einem Wolf hat. Ja. Ja. Und das ist ein Inbrunst Digimon. Ein was? Es gehört auch zu Inbrunst. Ah. Es ist halt cool. Coole Digimon sind alle Virus-Digimon. So ist das. Ja, nicht alle, aber einige. Hast du den gerade mit der flachen Hand auf den Hintern gehauen? Ja. Ade. Interessant.
Ja. So, dieser Schaden. So, dann... Weißt du was, ich hole die Kiste jetzt einfach von hier. Reißnetz, okay. Sagen Lupmon, beweg dich mal nach da hinten. Wir versuchen mal Shelmon zu helfen. Irgendwann in den 3 Runden. Das schaffen die. Sagen Lupmon ist schnell. Sagen Lupmon sag ich schon. Fangmon ist schnell. Soll mal hier drüben helfen gehen. So, dann holen wir uns das Viech noch. Hm, reicht noch nicht. Ja, da steht ja noch ein Ethemon daneben. Ich glaube aber, bei denen ist nicht so gut Hydro Pressure einzusetzen. Oder? Doch, macht mehr Schaden. Ich dachte, die haben eine hohe Wasserverteidigung. Ja, das Vieh ist eh so gut wie hin, kann ich auch von vorne angreifen. Kritische Ohrfeige. Ja. Ja, Ethemon ist halt stark. Es hat sich nicht umsonst als König der Digimon bezeichnet. Was es ja eigentlich gar nicht war. Ja. Es hat sich hier royale Fähigkeiten gegeben, die es gar nicht hat. Der König der Digimon war Myotismon. Oh, Blatt ist es. Ah, doch nicht ganz. Passt. Mal gucken, ob Sanglupmon, ob die Distanz reicht, dass es auch nochmal mitmachen darf. Ja. Ja, darf es. Oh, alle weg. Dann ist es wesentlich umsonst gelaufen. War es nicht nur Kassi gehen. Ja, das ist auch wichtig, dass es seinen Auslauf hat, aber soll auch ein bisschen Action kriegen. Grillgut hatten sie dabei. Sehr gut. Sehr gut. Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Ja, aber kann es sein, dass sich diese Monster irgendwie sonderbar verhalten haben? Ja. Sie waren ganz anders. Vielleicht haben sie Pläne mit unseren Verbündeten hier geschmiedet. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Nein, haben wir nicht. Halt einfach mal die Klappe, wir setzen hier unser Leben vor euch aufs Spiel. Beruhigt euch, wir teilen eine mächtige Verbindung und ein Schicksal. Habt ihr das vergessen? Dachte ich mir schon. Und dann der ganze Quatsch mit Partner und Schicksal. Hält das nicht auch für Juji und Lopmon? Und Ryo und Kunemon? Wie oft noch? Kunemon hat nichts falsch gemacht. Ich meine... Was für ein Schicksal soll das denn bitte sein? Ja,
Warum mussten sie auf diese Weise sterben? Beantworte mir das, Falcomon. Das haben wir inzwischen rausgefunden, weil das Spiel es von uns verlangt hat. Ja. Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist oder warum ihre Schicksale so verlaufen sind. Ich wünschte, ich wüsste es, aber aus irgendeinem Grund tue ich es nicht. Genau! Wer kann schon sagen, ob ihr uns nicht irgendwann das gleiche antut? Erstens, Konemon hat nichts falsch gemacht und mit der Argumentation kann man auch sagen, wer weiß, dass du aus Falcomon kein Brathähnchen machst. Ja. Es ist eine fadenscheinige Argumentation. Woher wissen wir, dass ihr auf unserer Seite seid? Dass ihr uns nicht einfach angreift? Ganz einfach. Hätten sie es gewollt, hätten sie es eben schon wieder machen können. Ja. Sie können das die ganze Zeit machen. Wenn sie uns töten wollten... Minoru, wenn Falcomon dich hätte töten wollen, so wie du mit ihm umgehst, hätte er es längst gemacht. Also ich hätte. Mit anderen Worten, ihr traut uns nicht. Das verstehst du falsch. Ich würde Takuma niemals verletzen. Niemals! Was ist denn, Miyuki? Du siehst traurig aus. Ignoriere sie einfach, wenn es dich traurig macht. Du weißt doch, wie sie sein können. Langsam, Agumon. Kannst du wirklich sagen, dass das stimmt? Ja, kann ich. Ich werde Takuma immer beschützen. Genauso sehe ich das bei Aoi. Ich will nur helfen. Ich weiß, Labramon. Ich weiß, und deswegen tut es mir auch so leid. Sag nicht sowas, Aoi. Lass das, Kaito. Du machst alle nur verrückt. Wenn du dir solche Sorgen um mich machst, solltest du deine Prioritäten überdenken. Kaito, es reicht jetzt. Und ich habe genug gehört. Ich bin hier fertig. Falcomon, wohin gehst du? Weit weg von euch. Wenn wir einander nicht vertrauen, brauchen wir auch nicht zusammen zu bleiben. Bis dann. Okay. Halt, Falcomon! Das ist... nicht gut. Das ist nicht gut, aber ich glaube nicht, dass Falcomon weit weggeht. Ah, da seid ihr ja. Ich habe euch gesucht. Also ich kann mir jetzt zwei Situationen vorstellen, wie das Ganze weitergeht. Ah ja. Option A. Option A. Wir werden angegriffen, Falcomon kriegt das mit, kommt zur Hilfe, ist der große Retter. Und digitiert. Und digitiert und Minoru sieht ein, dass Falcomon ihm hilft. Option 2, genau andersherum. Falcomon wird jetzt angegriffen. Minoru kriegt das mit und erkennt, dass ihm eigentlich Falcomon sehr wichtig ist und kommt Falcomon zur Hilfe. Ich glaube auf Option A. Weil Minoru ist ein kleiner Schisser. Ich würde aber gerne Option B sehen. Ja, aber ich glaube, es wird A. Wir werden das sehen. Und mit dem Professor machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es denn dann weitergeht, mit Digimon Survive und Option A, Option B oder vielleicht Option C. Ja, vielleicht fällt euch eine andere Option noch ein. Schreibt uns, was ihr denkt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns dann, wenn es dann auch weitergeht, mit Digimon Survive.
bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben nicht vergessen. Tschüss. Ciao.